Thank you.
Servus, grüßt euch. Schön, dass ihr dabei seid bei Backpacker Wilderness Outdoor. Ja, der Weitler ist zurück in den Wäldern. Lange ist her, gefühlt sehr lange. Aber ich fühle mich gleich wieder sehr wohl draußen. Und ihr habt es mitgekriegt, ich war in letzter Zeit einfach ein bisschen woanders unterwegs und habe die Wälder einfach ein bisschen gemieden. Das, wo ich eigentlich mein ganzes Leben nicht so gemacht habe. Aber es findet ja eine komplette Veränderung statt draußen. Und auch von meiner Person her entwickelt man sich einfach immer weiter. Und von dem her habe ich einfach in den Sommermonaten jetzt dann die Wälder ein bisschen ja, gemieden. Einfach nicht so viel reingegangen, um die Natur draußen nicht noch mehr zu stressen. Und einfach auch wegen der Waldbrandgefahr. Die war ja echt enorm und dieser Sommer hat Spuren hinterlassen. Das werde ich jetzt einmal verzeihen, was meine Eindrücke haben da draußen. Nach langer Zeit wieder mal draußen zu sein und sich mit der Natur zu verbinden. Und ich habe da einige Eindrücke, die gefällt mir gar nicht. Ich nehme jetzt den Stuhl einmal ein bisschen aus dem Bild, weil der ist nicht wirklich so schön, aber es ist mein Stuhl, wo ich öfter den Vormittag am Morgen hier in die Wälder fahre, auch in meiner Abstinenz, kurz einmal einfach ein bisschen rausgehe und setze mir eine halbe Stunde hier rein und schaue mir das Ganze an. Aber ich habe gesagt, ich habe da irgendwie so ein komisches Gefühl, was mir hier beschleicht, abgesehen jetzt einmal von den Millionen Kribbelmücken, wo hier sind, und auch Zecken unterwegs. Hier schleuse ich jetzt gerade nicht so viel, Gott sei Dank. Aber ich habe einfach diesen Eindruck, dass unsere Wälder in schlechter Verfassung sind. Ich spüre das richtig. Das geht richtig tief. Und ich spüre es, wie wenn unsere Wälder sterben würden. Da läuft man direkt ins Haus. Aber so schaut das irgendwie aus. Das ist das Gefühl, also die Wälder sind jetzt extrem gestresst, habe ich das Gefühl, also von der Trockenheit, von der Hitze, vom Menschen. War jetzt dafür im Ausland unterwegs, mehrere Wochen, und was ich da gesehen habe, Umweltverschmutzung, habe mittlerweile Auge entwickelt dafür, nicht nur die schönen Sachen sehen, sondern auch einen Blick hinter die Kulissen zum Werfer und einfach einmal schauen, was ist da, wenn man einen top schöner Strand sieht im Reiseprospekt. Was ist im Hintergrund? Und ich bin die ganzen Sachen nachgegangen und war echt erschrocken. Also wirklich, ich war da 4 Wochen im Balkan unterwegs, wo es leider kein Video gibt. Wäre natürlich hochinteressant für manch einer, was auch Lost Places betrifft. Wer ein bisschen Instagram verfolgt hat von mir, weiß, ich war in alten Psychiatrien, ich war in zerbombten Kirchen drin, ausgebrannten Häusern, im Kriegsgebiet, ehemaligen Jugoslawien. Und überall Müll, Müll, Müll. Und auch hier in Deutschland schaue ich ganz gezielt drauf in letzter Zeit und stelle fest, es wird immer mehr statt weniger. Und deswegen habe ich da auf Instagram immer wieder drauf hingewiesen mit Bildern und so, wo es nicht die schönen Urlaubsbilder sind, wie es normal Influencer machen und immer das Tolle und alles ist super, sondern einfach mal ein bisschen die Schattenseiten beleuchten, um den einen oder anderen ja, zu animieren, dass er mehr macht für die Natur. Und wenn ich zum Beispiel hier nur alle meine Zuschauer erreiche, dass die rücksichtsvoll mit der Natur umgehen, keine Spuren hinterlassen, keinen Müll hinterlassen, das, was ihr sowieso nicht tut, bin ich überzeugt, dann habe ich so viel geschafft in meinem Leben, wenn ich das erreiche, dass ich da einfach eine Botschaft rausschicke, weil ich weiß echt nicht, ob es nicht schon zu spät ist. Hört sich dramatisch auf, ich habe das Gefühl momentan, dass es wirklich so ist. Aber jetzt beobachten wir das Ganze mal und jetzt will ich ein bisschen erzählen, was ich so mache momentan und wie es jetzt so weitergeht. Ja, wie geht es jetzt weiter mit Backpacker Wilderness? Backpacker Wilderness, der Weitler kehrt wieder zurück in den Wäldern, jetzt noch ein bisschen mit Startschwierigkeiten, nennen wir es so. Hab noch viele andere Projekte, die abseits der Wälder sind. Auch Natur, tiefe Natur, aber halt einfach nicht dieses Bushcraft, so wie in dem heutigen Video, sondern einfach
Ja, ich habe noch ein paar andere Sachen geplant, bis jetzt hier die Natur wieder ein bisschen, ja, sich beruhigt, das Ganze, und wieder fei Leben einkommt, sprich Wasser, Feuchtigkeit, Kälte. Dann werde ich auch wieder sehr oft zurückkehren in die Wälder und auch mit dieser Kamera hier filmen. Ich hoffe, dass heute alles klappt. Ich habe die Kamera erst letzte Woche wieder gekriegt. Die war bei Fujifilm und ist komplett revidiert worden, das Ganze. Sehr viel gewechselt worden und so, und habe jetzt noch ein bisschen Startschwierigkeiten, muss ich sagen. Also es ist wirklich so, dass ich manche Einstellungen, die wo ich damals grundlegend festgelegt habe, jetzt einfach wirklich nicht finde, gerade draußen im Wald, aber ich glaube, es klappt soweit. Und das ist auch so, ich habe gemerkt, dass ich sehr viel gefilmt habe mit der GoPro in letzter Zeit und teste mich da ein bisschen durch die Actioncams durch, weil es einfach auch ein bisschen anderer Blickwinkel ist, wie ich filmen kann mit Selfie-Stick und so. Man ist irgendwie ein bisschen mehr dabei bei meiner Person, aber ich habe auch festgestellt, dass das nichts ist auf Dauer für mich. Also wir schauen auch weiterhin auch mit der GoPro und vielleicht auch mit anderen Kamera filmen und solche Videos draußen, wo ich was vermitteln mag, eine tiefe Atmosphäre und so, dann nutze ich natürlich diese Kamera. Und das ist also ein bisschen der Plan, wo ich jetzt verzeihe, was ich ein bisschen so vorhabe in nächster Zeit. Natürlich alles ohne Gewehr, aber habt ihr ein paar Sachen geplant. Ja, sehr, sehr gut, der Tee hat also wirklich, wow, schmeckt richtig, richtig gut. Draußen regnet es leicht. Temperaturen sind da angenehm. Aber jetzt zurück zum Thema. Ich möchte jetzt da einfach nicht zu viel preisgeben, was ich jetzt in nächster Zeit mache für Touren und so. Da lasst euch einfach ein bisschen überraschen. Ihr habt gemerkt, dass ich in den letzten Monaten den Content ein bisschen erweitert habe, dass ich einfach einmal was über das Auto bringe, einmal über so Bundeswehr-Shops, dass einfach diese Vielfalt in meinem Kanal ein bisschen aufblüht, ein bisschen mehr dabei ist, verschiedene Facetten sekt von meinem Leben und so. Und das will ich auch weiterhin so machen. Aber was ich festgestellt habe, jetzt in dieser Phase, wie soll ich es nennen, diese Art Selbstfindungsphase, was ich durchlebt habe, dass ich einfach ein bisschen zu mir zurückgefunden habe und festgestellt habe, dass ich mich mehr für die Natur interessieren muss, mehr für die Natur machen muss und viel weiter eintauchen in das ganze Naturspektrum und die ganzen Energien, wo ich rausziehe. Und das habe ich schon immer gespürt und so, und in letzter Zeit ist das extrem geworden. Also das hat mich, ja, ein bisschen zu einem anderen Menschen gemacht, der viel nachdenklicher ist und sehr viel verändern möchte im Leben. Gerade was Natur betrifft, einfach die zu schützen und so. Und das möchte ich auch machen in nächster Zeit und so. Was da alles kommt, lasst euch überraschen. Es kommen jetzt auf andere Touren noch und dann möchte ich auch länger raus, nicht immer die kurzen Touren, sondern wirklich so 3-4 Tage abtauchen und wirklich eindringen in das Ganze und das natürlich auch dokumentieren auf Video und sehr viel dazu erzählen, wo ich fühle, warum ich das jetzt mache. Und das ist ein bisschen so der Gedanke, wo ich weitergeben möchte an meine Zuschauer und Abonnenten und so, dass die da vielleicht auch manche Sachen von einem anderen Blickwinkel singen und sagen, hey cool, da hat er eigentlich recht, der alte Spinner. Aber ich bin mir sicher, dass ich da recht habe in vielen Sachen. Ja, was gibt es jetzt sonst noch alles Neues bei mir? Es wird sich sehr viel entwickeln in nächster Zeit. Und da könnt ihr dann dran teilhaben. Ich bin mir immer noch ganz sicher, wo die Reise hingeht. Ich kenne die Antworten noch gar nicht. Auf die Fragen, wo ich stehe, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das jetzt schon wieder ein sehr guter Anfang da draußen. In der Natur zum Sein und einfach das Ganze hier wirken lassen. Das ist sehr, sehr cool. Ihr seht es wahrscheinlich jetzt am Bildausschnitt recht schön. Also vor mir sind ungefähr so 600 Kribbelmücken und der ganze Waldboden lebt mit diesem Getier. Und sie zwickern und beißen und bin nicht einmal eingesprüht und so. Das war jetzt auf meiner Balkanreise auch so. Ich habe am Tag teilweise 25, 30 Mückenstiche gehabt und sonst irgendwas. Und ich glaube schon langsam, wie ich da immun dagegen, keine Ahnung.
Wir haben Wespen gestochen, alles Mögliche. Und irgendwie, es juckt ein bisschen und das war's dann. Vielleicht wird man da irgendwann doch einmal immun dagegen. Und das ist auch festgestellt in die Wälder, das ist mittlerweile, deswegen habe ich mich auch ein bisschen entfernt, weil es einfach mit diesem Geschmeiß heraus echt keinen Spaß mehr macht. Und zusätzlich noch diese Waldbrandgefahr, dass man im Wald nur rumgeht, das ist schon ja, riskant eigentlich, dass da irgendwas zu brennen anfängt. Und man hat ja auch gesehen, wie viele Waldgebiete in Deutschland und Europa und weltweit gebrannt haben und noch brennen momentan, was natürlich sehr, sehr, sehr schlecht ist. Also das ist echt scheiße. Man registriert das im Fernsehen bloß so nebenbei, aber es ist wirklich echt scheiße für Flora und Fauna. Richtig kacke, also für alles Mögliche. Naja, okay, dann wird es jetzt in der nächsten Zeit wieder weitergehen mit verschiedensten Videos und auch sehr, sehr tiefgründigen Bushcraft-Videos, wo ich, wie gesagt, mit der großen Kamera filmen werde und ich mich komplett zurückziehe in große Waldgebiete, habe ich schon welche ausfindig gemacht, wo genau wir auch nicht preisgeben, aber es sind sehr, sehr große Waldgebiete, fast die größten in Europa und da werde ich mich dann wirklich tagelang zurückziehen. Das kommt jetzt dann alles im Herbst. Und ansonsten habt ihr gesehen, ein bisschen neue Ausrüstung ist eingetrudelt und wir werden mich von sehr, sehr, sehr viel Ausrüstung trennen in nächster Zeit. Und ja, das ist auch ein schwieriger Weg für mich, weil ich ja beruflich davon lebe, aber ich möchte halt einfach nicht so viel mehr haben, weniger ist oft mehr, das heißt, und das habe ich auch festgestellt, also große Autos kaufen oder sonst was, habe ich schon immer geredet, braucht kein Mensch und mit Ausrüstung ist auch so, aber es ist ein schwieriger Grad, wo ich schon öfter mal angesprochen habe, wo es für mich sehr, sehr schwierig ist, wenn man damit Geld verdient, aber ich bin jemand, der macht sich da sehr viel Gedanken drüber und habe auch sehr, sehr viel Feedback gehabt damals auf meine Fragen, wie ich das am besten vereinbaren kann. Und eine Lösung habe ich aber noch nicht gefunden, weil das natürlich sehr, sehr komplex ist. Das ist das andere. Aber da wird auch einiges jetzt Thema zum Verkauf und so. Ich werde euch darüber informieren. Wird mein Lager fast komplett leergeräumt und auf das Wesentliche beschränkt. Mal schauen. Okay, ansonsten Flugzeuge sind auch wieder unterwegs, wie immer heute in Deutschland oder weltweit mittlerweile. Naja, gehört dazu. Aber ansonsten ist alles in Ordnung bei mir. Aber coole Zeit gehabt jetzt. Jetzt wird es Zeit, wieder zurückzukehren. Und dazu sagen wir, sehen wir uns auch bald wieder. Kommen ein paar coole Sachen, wie gesagt. Bleibt dabei. Wünsche euch viel Spaß. Auch viel Spaß draußen. Erholt euch gut. Geht's in euch. Denkt drüber nach. Und schlaft eine Nacht drüber. Das ist ganz, ganz wichtig, eine Nacht drüber zum Schlafen bei Entscheidungen. Das ist A und O. Und seid mit weniger zufrieden. Und hat's fremd. Oder zufrieden, dass gesund seid. Genau, in dem Sinn trinke ich meinen Tee noch aus. Ein Schluck ist noch drin von diesem wunderbaren Weitler-Tee hier. Und dann wir langsam abbauen und wieder zurückgehen, beziehungsweise eine kleine Wanderung machen, weil ich auch sehr weit eingegangen bin, halt, weil ich das einfach dann besser verstehen kann, wenn ich weiter im Wald drin bin. Und hab's verstanden und es hat mir ein bisschen Angst gemacht, was mit uns in die Wälder los ist. Also, hoffe, ihr seht das genauso. Wenn nicht, schreibt eure Meinung in die Kommentarfunktion und wir sehen uns wieder. Danke fürs Zuschauen. Ihr wisst es immer, ehrlich bleiben, anständig bleiben und eine Nacht drüber schlafen. Macht es gut. Der Reitler sagt Servus, bis zum nächsten Mal.